Raschu! Hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis da draußen und seid willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Live-Let's Play-Samstag. Heute mit der 10. Folge von Super Mario Galaxy 2. Ja, ihr Lieben, endlich kann's weitergehen. Endlich können wir uns auf der Suche nach weiteren Grünsternen machen. Ja, ist ja lang genug ausgefallen, ne? Ich bin schon bereit und ich hoffe doch, ihr auch. Haben wir schon einiges geschafft mittlerweile, ne? Ich meine, wir können ja mal kurz uns einen Überblick verschaffen. Schauen wir mal. Vorausgesetzt, Luigi hat Bock, das Schild zu lesen. So, wo sind wir denn so weit geblieben? Die erste Welt ist schon vollständig. Die zweite Welt haben wir ebenfalls komplett auf 100% einmal fertig. In der dritten Welt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ihr seht ja schon, bei Bowser's Juniors Angstarmada fehlen uns noch 2 Grünsterne. Und die wollen wir uns natürlich auch noch holen. Also, freut euch, es wird wieder galaktisch. Let's go! Schauen wir auch gleich mal. Das meiste haben wir ja schon hier erledigt. So, da haben wir schon alles raus. Gut, es ist jetzt also wirklich nur noch... Moment. Kleiner Schneefeld noch was? Nö, die ist auch fertig. Okay. Also kann unsere Grünsternsuche hier weitergehen. In Bowser Juniors Angstarmada. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den nächsten Stern finden können. Let's go! Und wieder einmal darf unser Freund Luigi ran. Dann wollen wir mal schauen, wo sich dieser Stern wohl verstecken mag. Schauen wir mal. Also hören tue ich ihn schon mal. Jetzt müssen wir ihn nur noch sehen. So, wollen wir mal gucken. Momentan höre ich noch nicht das verräterische Geräusch. Vorsicht vor den Kugelwillis. Genau, wir nehmen erstmal unseren Freund Yoshi mit. Schnappen wir uns mal so ein. Ja gut, das war jetzt nicht die Richtung... Okay, wenn sie unter Strom stehen, nicht versuchen, nach ihm zu schnappen. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, Yoshi, du kommst mal her. So, du wirst gefressen. So, wo versteckt sich der Grünstern? Hören tue ich ihn noch nicht. Ich würde sagen, die Viecher hier besser erstmal in Ruhe lassen. Weg! Zumindest höre ich ihn noch nicht. Ja, tu mich auch. Schön die Augen offen halten. Man weiß nicht nie, wo hier ein plötzlicher Stern auftauchen kann. So. Rüber, nein! Genau so wollte ich das eigentlich nicht. Oh Gott, Luigi, mach jetzt keinen Scheiß. Yoshi! Oh Gott, das war knapp. Und Hallöchen, lieber Werder. Schön, dich zu sehen. Das war gemein. Halt! Nimm mich mit! Ich wollte ja sowieso nicht mit. Und tschüss. Genau, und schwarzes Yoshi macht die Galaxie unsicher. So sieht's aus. Na du. Ui, das war knapp. Das mache ich besser nicht nochmal. So, bisher habe ich keinen Stern gehört. Das lässt mich also vermuten, dass wir noch ein Stück weiter müssen. Auch alles gut bei mir soweit. Hoffe doch bei dir auch. Langes Wochenende, mich vom MPS mittlerweile erholt. Auch wenn ich schon wieder Bock hätte auf das nächste. Aber gut, nächstes Jahr ist es ja wieder soweit und diesmal sogar früher. Ich muss jetzt kein ganzes Jahr warten. Ein paar Tage weniger sind es diesmal tatsächlich. So. Du bist zwar etwas kaputt, ja gut. Solche Tage hat man. Du kannst dich ja bei mir ein bisschen erholen. Ich wollte sagen, Yoshi, springst du da bitte hoch? Danke. Boah, vorsichtig. Und Hallöchen, Jason. Auch dir willkommen zum Live-Let's-Play-Samstag.
lassen wir mal ab. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Das ist jetzt gerade a little bit scheiße. Wo war denn hier jetzt der Stern? Moment. Da hinten, ne. Ne, ich glaube, wir müssen hier nochmal in den Abgrund. Ich habe irgendwo den Stern übersehen. Doch, dann viel Spaß gleich dabei. Und das ist Galaxy 2. Das würdest du aber auch sehen, wenn du einfach mal gucken würdest, was ich gerade streame. Das steht ja in den Spielen ja drinne. Und auch im Titel ist drinne, was ich spiele. Lesen kann manchmal tatsächlich helfen, ob man es glaubt oder nicht. Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. So, da, wo war denn hier gerade der Stern? Das würde mich jetzt mal interessieren. So. Das ist Bowser Juniors Angstarmada. Also sprich, drittes Level, finales Level. Also dritte Welt, finaler Level. Ja, genau, der kleine Bowser wieder. So, jetzt will ich mich hier aber erstmal in Ruhe umschauen dürfen. So, hier irgendwo soll er sein. Hören kann ich ihn schon. Ich habe eine ganz böse Vermutung, wo der sein könnte. Och, pfui, der ist ja eklig. Okay, einmal daneben springen und es ist gelaufen. Kein Wunder, dass ich den eben übersehen habe. Ich wollte doch gerade sagen, weil ich habe ihn gehört. Ich wusste nur nicht genau wo. Na, die Verstecke werden langsam aber sicher immer gemeiner. Aber egal, er gehört uns. Wünschst du dir manchmal in einer Spielfeld was selber einzutreten? Meinst du eine Spielwelt? Gute Frage. Also, falls es jetzt um Fußball geht, da kann ich dir nichts zu sagen. Ja. Also, ich sag mal so. Solange es jetzt nicht mit VR und den ganzen Gedöns drum geht, quasi, keine Ahnung, dass du dann irgendwie verkabelt bist dafür. Ich meine, gut, das wäre mir persönlich ein bisschen too much. Aber könnte ich mir lustig vorstellen. Ich persönlich vertrage ja dieses 3D und VR ja nicht wirklich. Hab das ja schon ein paar Mal ausprobieren dürfen bei Drago und Co. Und ich muss sagen, ja, ist zwar ein geiles Gefühl, aber für meine Augen absolut nicht gut. Vertrage ich nämlich leider nicht und dementsprechend macht es leider keinen Spaß. Ich meine, sowas wie Beat Saber und so, oder was ich jetzt auch gesehen habe, Ragnarok, das ist ja ein richtig cooles Musikspiel, wo du VR für brauchst, aber wie gesagt, wenn du das nicht abkannst, dann bringt es dir leider nichts. Es war aber lustig, Beat Saber trotzdem auszuprobieren, aber ich habe einfach gemerkt, VR und so weiter ist nichts für mich. 3D vertrage ich sowieso nicht, das habe ich im Kino jetzt mehrfach festgestellt und auch beim 3DS, ich vertrage diesen 3D-Effekt einfach nicht. Das ist, geht mir zu sehr auf die Augen und auch auf den Magen und es gibt hinterher nur Kopfschmerzen und so weiter und da habe ich echt keinen Bock drauf. So, das heißt, der nächste Stern muss ein Stück weiter sein. Ja, wir betreten gerade denselben Kurs. Es ist dieselbe Strecke, hier hat sich nichts verändert. Dementsprechend kann es ja nur hier irgendwo sein. Also weiter hinten. Ah, verdammt, ich renne genau rein. Sorry, Yoshi. Genau. Das ist aber nett, Kugelwilli. Das hast du gut gemacht. So, den nehmen wir mal weg.
Du nervst mal nicht. So, das war der erste, aber den brauchen wir nicht, den haben wir ja schon. So. So, du kommst mal her. Ja, das mit dem Ziel üben wir aber nochmal. Den Lebenspilz können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ah, warte mal, ich glaube, ich sehe gerade was. Okay, er ist also weit am Rand. Okay, die schaffen es nicht hier rüber, auch gut. Nicht ganz getroffen. Na, so wird das nicht. Ich glaube, ich muss mich weiter hier hinstellen. Was? Nein! Gut, dass wir den Checkpoint hatten. Alter, wie weit der immer noch fliegt, obwohl... What the hell? Ah, ich sehe auch gerade, ich hätte das... Okay, ich hätte von der Seite aus treffen können. Okay, gut, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Du nervst. Wow, Yoshi, was wird das denn hier? Yoshi, Vorsicht! Hier geht's abwärts. Und Hallöchen, Deini. Ah, okay, auf die Seite kommen sie auch noch hin. Das ist gut. So. Piu. So. So, denk dran. Ach du Scheiße. So, denk dran, der Stern ist außerhalb. Ah, Yoshi, was machst du da? Oh Gott, das war keine gute Idee, mit Luigi hier hinzukommen. Oh Gott, das wird jetzt interessant. Au. Okay, der geht mir jetzt gerade doch dezent auf den Sack. Komm mal her. So, du nervst jetzt hier nicht mehr rum. Ja, so kann man es auch sagen. So, vorsichtig hier. Oh Gott, sag jetzt nicht, der kann auf dem Ding hier nicht stehen bleiben. So, hab dich. Dritte Welt zu 100% fertig. Boah, langsam aber sicher geht's vorwärts. Damit haben wir die Hälfte schon mal geschafft. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht fertig, ihr Lieben. Da fehlen ja noch ein paar Sternchen. Vierte Welt, wir kommen. Und dann schauen wir mal, was sich hier verbirgt. So, erstmal in der Giga-Gumba-Galaxie. Ihr wisst ja, meine Lieblingsgalaxie, da müssen wir jetzt als erstes hin. Aber mit dem Stern bist du kein Superstar, Klugscheißer. Du aller Klugscheißer, du. So, wollen wir mal schauen. Nicht wirklich, Deini. Nicht wirklich. Alles ist so groß. So. Ah ja, ich sehe auch schon den ersten Stern. Okay. Okay. Ah, verdammt. Knapp daneben ist auch vorbei. Die Frage ist, muss ich das so machen oder gibt es noch einen einfacheren Weg? Moment. Hm.
Verdammt, der ist aber echt doof platziert da hinten. Na, Mist. Okay, von dort... Ich glaube nicht, dass ich da von dort aus hinkomme. Ich glaube, ich muss noch ein Stück näher ran. Wenn ich das richtig gesehen habe. Aber so runterrutschen wird mir, glaube ich, nichts bringen. Wenn ich das richtig sehe. Ich meine, wir können es mal probieren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da eher ranspringen muss. Ach du Scheiße. Ich habe eine ganz böse Vorahnung, ihr Lieben. So, und genau hier runter muss ich. Okay, das muss ich wirklich mit einem Sprung machen. Ich meine, runtergleiten würde zwar wahrscheinlich auch funktionieren. Aber dann den Winkel richtig zu treffen. Ich muss eine bessere Absprungchance mir suchen. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Ab jetzt werden die Sterne ein bisschen arschiger versteckt. Und man muss jetzt halt auch mal ein bisschen sein Leben riskieren, ne? Aber okay, das kriegen wir hin. So, das Problem ist, die Twomps sind das Problem. Solange die da sind, besteht zu sehr die Gefahr, dass ich zerquetscht werde. Dementsprechend muss ich mir mit Louis wirklich einen anderen Platz suchen. Am nächsten wäre es ja natürlich, wenn ich das von hier versuche. Ich muss nur ein bisschen mehr Speed haben. Okay, von hier aus klappt das nicht. Ich krieg nicht genug Schwung, um darüber zu kommen. Okay. Also in dem Fall muss ich wirklich versuchen, da irgendwie runterzugleiten. Von hier aus ist das auch zu weit. Wow, das war knapp. Das war knapp. Riesenblümchen. Ne, von hier aus wäre das auch zu weit weg. So. Knapp. Ich habe da eine Idee. Und die Idee ist gerade voll nach hinten losgegangen. Die ist leider daneben gegangen. Okay. Ich meine, Luigi kann ja schon sehr weit springen, aber ich glaube, das ist schon eine Nummer zu viel. Warte mal. Und nee, von hier aus... würde das auch nicht funktionieren. Das war ein Stück zu weit nach links. Okay, und der zweite Stern ist ganz weit oben. Gut, aber damit wissen wir schon mal, wo die ersten zwei Sterne sind. Dann nehmen wir erstmal den hier mit. Ich glaube, das ist auch der erste, weil der ist ja ein bisschen näher dran. So, Nummer 2 wissen wir nun, befindet sich da unten im Abgrund, wo nur wie ich an den rankommen soll. Da muss ich noch einen Weg finden. Also das ist auf jeden Fall ein Kamikaze-Stern, so viel ist schon mal klar. Aber auch den werden wir noch erreichen. Aber davon mal ganz abgesehen, wie geht's euch denn, ihr Lieben?
Hoffe doch, ihr habt bisher einen schönen Start ins Wochenende gehabt. Genießt das lange Wochenende. Macht's euch gemütlich, genießt das Wetter. Chillt hier ein bisschen und so weiter und so fort. Dum, dum, dum. Dam, 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 da, 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 da. Ich glaube, von hier aus wird das auch nichts, aber ich probier's jetzt einfach mal. Ne, der Schwung reicht auch nicht. Okay, also ich muss auf jeden Fall von dem letzten Quader darunter. Ja, das klingt doch schön. Ich habe jetzt ja auch mittlerweile einen eigenen Grill. Beim MPS wurde nämlich ein Grill nämlich nicht mehr mitgenommen und der wäre sonst auf dem Müll gelandet. Und da an denen ja noch nichts dran war, weil den hätten wir nämlich nicht mehr mitbekommen. Und da mein Kumpel sagte, kein Problem, den kriege ich auch noch irgendwo ins Auto, ist das jetzt meiner. Yay! Der wird dann nächstes Jahr wieder mitgenommen zum MPS. Wäre theoretisch jetzt tatsächlich sogar möglich. So. Okay, der Stern befindet sich dort. Das heißt, ich muss hier von der Seite gleich runter. Und hoffen, dass ich gut ziele. Weil hier muss ich... nein, 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 nein! Okay, also ich muss auf jeden Fall da runterfallen. Da komme ich nicht drum rum. Mit dem Sprung werde ich da nicht ganz hinkommen. Aber es ist auch gleichzeitig risikoreich, weil ich natürlich aufpassen muss, dass ich nicht von den Tromp zerquetscht werde. Und total daneben springe. Was leider Gottes hier schneller geht, als man gucken kann. Freue mich übrigens schon, ich kriege nach meinem Stream noch Besuch. Da kommt nämlich jemand vorbei. Und nämlich ein guter Kumpel von mir. Und der bringt dann noch meine neue MPS-Bekanntschaft noch mit. Die ist nämlich gerade in der Stadt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ein schnelles Wiedersehen. Es gibt ja wirklich Leute von meiner Truppe, die sehe ich ja wirklich nur einmal im Jahr. Nämlich beim MPS selber. Aber gut, da ist aber auch halt die Entfernung halt auch da, ne? Die Schweiz ist ja schließlich nicht mal eben um die Ecke. Na! Hm, okay. Das funktioniert so aber auch nicht. Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich könnte mir jetzt natürlich... Warte mal, wie viel Leben habe ich noch? Eins, okay. Ich könnte mir theoretisch noch versuchen... Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, mir erst den Checkpoint holen. Dass ich dann nicht immer gleich den ganzen Weg da erst hin latschen muss. Darf ich da jetzt bitte rauf? Dankeschön. Jo, mach das. Viel Spaß beim Fußball gucken. So, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Jetzt brauche ich wenigstens nicht den ganzen Weg laufen. Na, geht doch. So. Er gehört mir. Meins, meins, meins. Puh, ekelhafter Stern. Mal gucken, wo sich Nummer 3 verbirgt. So, letzter Stern, wir kommen. Mal gucken, wo der sich versteckt hält. Der wird wahrscheinlich irgendwo bei den Wicklern sein, den nehme ich mal an. Mal schauen, ob ich recht habe. Du,
So, gucken wir mal. So, die ersten beiden haben wir ja schon. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder darüber. Also auf jeden Fall bis nach dem Checkpoint auf jeden Fall. Habt ihr übrigens schon gesehen, dass wir den Game Boy Advance Emulator jetzt Mario Advance verfügbar ist, also alle Mario Advance Teile. Lohnt sich für diejenigen, die nur die Super Nintendo Fassung kennen, denn in den Game Boy Advance Fassungen gibt es noch zusätzliche Level, die ihr euch freispielen könnt. Und ich habe mir mal überlegt, dass wir vielleicht noch als neues Spontanprojekt. Ah, da ist er ja auch schon. Nochmal Mario World durchspielen, aber dieses Mal versuche ich auch alle Drachenmünzen zu finden. Damit wir uns die Bonuslevel anschauen können. Was haltet ihr von der Idee? Hättet ihr da Bock drauf? Natürlich mache ich dann auch alle 96 Exits, wie immer. So, wir holen uns erstmal ein paar Leben, wenn wir schon dabei sind. Zumindest bis wir zum nächsten Stern kommen. Hey! Ich hab einen Koopa gekillt! Ups! Ja, du, Deini, du! Aber ich habe ja gerade gefragt, hättet ihr Interesse daran? Mario World in der GBA-Fassung ebenfalls zu sehen. Okay, Drake, du hast jetzt nur eine Wahl. Weg damit. Hallöchen, Leon. So, hab ich dich. Hab ich dich. Du hättest da Interesse dran, ne? Das hört sich doch schon mal gut an. Wie gesagt, früher haben ja die Drachenmünzen ja keine wirkliche, ja, keinen wirklichen Sinn gehabt. Aber es wäre bestimmt interessant, sie mal alle zu sammeln. Das habe ich bisher noch nie gemacht. So, ich hoffe übrigens, ihr habt Hunger. Wir besuchen jetzt die Biskuit-Boden-Galaxie. Lecker, 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 lecker. Dann wollen wir mal gucken, wie lecker die Galaxie nochmal war. War ja schon eine Weile her, wo wir hier drin waren. Und keinen Zuckerschock kriegen, ihr Lieben. Den ersten Stern sehe ich auch schon. Yoshi, du kommst mal mit. Aua! Ja! Ich finde das immer wieder faszinierend, wie weit Luigi runterfällt. Das ist Wahnsinn. Alter, was für ein Rückstoß. Wenn er es nur auf die Tour versteht. Oh, wie gemein. Oh Gott, ich hoffe, ich stehe richtig. So. Dann wirst du bei den Geheimleveln erst recht fluchen, Deini. Ich habe das ja hier als Twitch-Projekt ja mal für euch gemacht. Also Yoshi's Island in der DS-Variante auf 100% mit den 6 Geheimleveln zusätzlich. Also, die haben es schon in sich, die Level. Die haben es schon in sich. Wenn du Spezial 5 gehasst hast, dann freu dich schon auf Geheimlevel 4, 5 und 6. Da kannst du richtig das Kotzen kriegen. Wer ja momentan meinen Yoshi's Island DS Let's Play auf YouTube verfolgt, der darf sich freuen. Denn gestern kam die erste Folge mit Spezial Level 1. Das Level, was ich so richtig hassen gelernt habe. Ja, Deini, dann musst du dich halt einfach auch mal lernen, umzugewöhnen. Ne, ich bin ja auch eher die Super Nintendo-Varianten gewöhnt, aber das ist kein Problem.
Da kommt man eigentlich schnell rein. Ich muss sogar tatsächlich sagen, dass die Remakes meistens noch ein paar tolle Änderungen drin haben. Zum Beispiel bei Mario World ist es so, dass du da jetzt nicht mehr direkt kleiner Mario bist, wenn du von was getroffen wirst. Sondern du wirst nur zu Super Mario, wenn du zum Beispiel noch ein Cape hattest vorher oder so. Hab dich! War hatte ich also doch den richtigen Riecher? Ja, und nicht nur das. Ich habe vorhin zum Beispiel, ich habe ja schon ein bisschen wieder angefangen, weil ich liebe diese Versionen ja auch. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr in der GBA-Fassung zum Beispiel, wenn ihr mit Yoshi einen Fisch frisst, dass ihr ihn wie einen Panzer durch die Gegend schießen könnt? Sprich, Yoshi schluckt ihn nicht mehr sofort runter, sondern ihr könnt ihn wieder ausspucken als Wurf. Dein Ernst jetzt? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du leer bist. Ich habe dich gerade erst eingesetzt. Husten, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich habe nämlich keine Batterien mehr. Das wäre jetzt ärgerlich. Klappstadt-Galaxie. Einen kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz mal eben nach Batterien gucken. So, ich hoffe, die Batterien meiner Digicam sind noch voll genug. Aber erstmal machen wir nochmal mit denen weiter. Ja, wusste ich auch nicht, Dein. Ich habe das vorhin zufällig festgestellt, weil ich habe mich gewundert, hä? Wieso hat er den Fisch noch im Maul? Ja, und beim Ausspucken, oh cool, kannst du ihn als Wurfgeschoss benutzen. Auch wieder was Neues. Dann wollen wir mal gucken. Ja, das war auch vorhin nicht so gedacht. Das kommt halt davon, wenn man... Oh. Stimmt ja. Da war ja was. Hier ist ja die Schwerkraftgeschichte ja ein bisschen anders. Ja, und hier könnt ihr auch nach oben fallen. Okay, ich höre den Stern. Ah ja, du bist... Gott, wie soll ich denn an dich rankommen? Gott, wie soll ich denn an dich rankommen? Guck mal, fallen wir mal hier runter. Weil ich gerade feststelle, dass das, glaube ich, keine so gute Idee war. Ah, ach so, okay. Hab dich! Ja, das war auch der Grund für den Panzer, Tiny. Seit ich ja, wie gesagt, mich ja ein bisschen an Kaizo Mario versuche, spiele ich einfach viel zu gern mit den Panzern rum. Und wie das enden kann, hast du ja vorhin auf Twitter gesehen. Das geht nicht immer so glimpfig aus. Let's go! Grünstern Nummer 2, wir kommen! Du, du.
Du. Merke beim nächsten Mal einkaufen, Batterien kaufen. Nur für alle Fälle, falls mal meine Akkus alle sind. Weil das ist nämlich der letzte Akku, den ich hier gerade drin habe. Oder ich muss mich mal wieder nach so einem Akku-Pack umgucken für die Wii-Controller. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ah ja, auf dem Dach, okay. Das heißt, ich muss gleich irgendwie aufs... Luigi muss also den Leuten hier gleich aufs Dach steigen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wollen wir mal gucken. Nur ganz so einfach scheint das hier nicht zu klappen. Okay, der Stern ist dort. Ja, ich weiß. Blöde Kamera, kannst du dich mal umdrehen? Okay, das könnte jetzt interessant werden. Ah, komm! Fast. Knapp daneben. Hab dich. Gut, dass ich Luigi mitgenommen habe. Ich glaube, mit Mario wäre das jetzt nicht so einfach gegangen. Dafür wird uns Mario aber in bestimmten anderen Leveln wiederum von Vorteil sein. Gerade zum Beispiel in jeder Wasserwelt. Weil da ist mit Luigi so eine Sache. Denn ihr wisst ja, Luigi verbraucht beim Drehen unter Wasser Luft. Sprich, der säuft schneller ab, als ihr gucken könnt. Habt ihr eigentlich schon die neuen Befehle kennengelernt? Es gibt nämlich neue Action Commands, falls ihr die noch nicht kennengelernt habt. Ich meine, aufgelistet habe ich sie euch in Drake's News. Aber ob ihr die auch gelesen habt... Zum Beispiel, wenn ich euch die Wahl lasse, ne, wenn es zum Beispiel um eine Abstimmung geht, könnt ihr nämlich zum Beispiel mit Ausrufezeichen Choice sofort bestimmen, was wir machen sollen. Zum Beispiel, welchen Weg wir gehen, dann dürft ihr das nämlich festlegen. Kostet euch natürlich ein paar Münzen, ist ja klar, ne? Natürlich ist klar, der Sing- und Voice-Befehl sind die beiden Befehle, die während des Live-Let's Play Samstags natürlich deaktiviert sind. Weil wenn ich dann wirklich Spiele habe, wo ich dann Dialoge und so habe, ist das dann ein bisschen störend dann tatsächlich. Aber zum Beispiel bei den spontanen Streams könnt ihr die benutzen. Au. Das war wahrscheinlich jetzt keine so gesunde Idee. Genau, schieb mich noch ein Stück. Okay, jetzt steht hier alles Kopf. Die Frage ist jetzt natürlich nur... Wo ist Stern Nummer 3? Irgendwo wird er ja hier schon sein. Zumindest hoffe ich es. Aber ich höre ihn auch noch nicht. Okay, er scheint hier ganz in der Nähe zu sein. Nur wo? Gerade richtig gesehen.
Uiuiui. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? Okay, das könnte jetzt ein Problem werden. Ich habe eigentlich nur eine Wahl. Ich muss es mit einem Dreisprung versuchen. Und wenn Luigi auch mal beschließen würde... Alter! Warte mal, ich habe da eine ganz dumme Idee. Okay, es war so gewollt. Okay, okay. Ich muss nur noch den Winkel richtig bestimmen können. Idee war gut, Ausführung war scheiße. Okay, ist in Ordnung. Ja, was hast du denn gedacht, Deini, dass die ewig so nett sind? Ne. Es geht jetzt los, jetzt kriegen wir langsam die richtig arschigen Sterne. Und es wird nicht besser. Ich sag ja, die ersten Sterne, die sind Pilleballe. Aber es wird Sterne geben, die sind so gemein und fies versteckt. Entweder übersiehst du sie oder du musst wirklich deinen Arsch riskieren, um das hinzukriegen. Und vor allem ist, du darfst deinen Kopf nicht verarschen lassen. Das kommt nämlich auch noch dazu. Wenn dein Kopf das nicht umdenken kann, ja, dann wird's ein bisschen schwierig. Dann wird... Ja, mein Problem ist es zum Beispiel, mein Kopf lässt sich zu leicht verarschen, was das betrifft. Aber ich habe auch, wie gesagt, kein räumliches Denken und Go. Na, das gebe ich ja zu. Ich kann sowas nicht. Da bin ich wirklich... Da habt ihr wirklich meine Schwäche. Das ist wirklich dieses Umdenken gleich. Wobei es eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich muss zur anderen Seite runter. Ich muss zur anderen Seite runter. Ich habe mich wieder verarschen lassen. Da habe ich mich verarschen lassen. So, alle hopp. So. Nope, kann ich leider nicht. Das kann ich leider nicht. Würde mir auch nicht sehr viel bringen. Nein, 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 die Ecke ist nicht ganz richtig. Spring da mal wieder rein. So, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn mein Kopf mich jetzt nicht verarscht... Fast! Oh, das ist aber auch ein fieser Winkel, ne? Das ist ja schon ein fieser Winkel, in den er hängt. Der ist ja schon mies, ne? Aber auch dieser Stern wird in unseren Besitz kommen. Früher oder später. Wir werden zwar wahrscheinlich noch ein paar Mal krepieren müssen. Aber das wird schon. Au.
bevor der mir jetzt hier unnötig auf den Sack geht. So, der Stern ist auf der Seite. Das heißt, technisch gesehen ist er hier. Es ist so gemein! Dieses Umdenken ist so fies! Das Problem ist, es ist mit einem normalen Sprung und so komme ich da nicht ran. Ich muss mich also fallen lassen. Nur ein bisschen zu sehr gerade. Wahrscheinlich noch zu viele, Deini. Wahrscheinlich noch zu viele. Aber du musst halt wirklich alles bedenken, ne? Du musst eben halt den Fall, die Fallrichtung und das alles bedenken. Moment, das war eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee. So, vorsichtig. Nicht zu früh stampfen. Sonst tut's weh. Ja, danke. Schön, dass du die Stampfattacke gemacht hast. Ich glaube, ich tausche schon mal die Batterien aus. So, jetzt nicht erschrecken. So, wollen wir mal hoffen, dass die noch genug Saft haben. Husten, wir haben ein Problem. Das ist jetzt nicht gut, ihr Lieben. Eigentlich habe ich gedacht, dass die noch genug Saft haben, aber das war ja wohl nichts. Okay, damit weiß ich aber auf jeden Fall, für den nächsten Einkauf Batterien kaufen. Und nachher definitiv nochmal sämtliche Batterien laden. Weil, wie gesagt, die Akkus sind jetzt natürlich alle, ja, leer gelutscht von den letzten Livestreams. Wieder daneben. Als ob. Das kann auch eine Weile dauern, ihr Lieben. Irgendwann werden wir schon den richtigen Winkel erwischen. Da, 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 da. Warum baut man auch so eine Scheiße ein? So. Ist auf jeden Fall hier in der Ecke. Geht doch! Meine Güte! Was für ein ekelhafter kleiner Stern. Yeah. So, ihr Lieben, wir machen mal eben eine ganz kurze Pinkelpause und dann geht's hier gleich weiter. Also, nicht weglaufen, die Jagd nach den grünen Sternen geht sofort weiter. Bis gleich.
So, da bin ich auch schon wieder. So, ich habe jetzt mal eben schnell Akkus schon mal in die Ladestation gepackt. Mit ganz viel Glück haben die genug Saft, wenn mir der Saft hier ausgehen sollte. So. Die Honighüpfer-Galaxie. Auch die haben einen Stern versteckt. Und den wollen wir natürlich suchen. Mal gucken, wo der sich befindet. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Mario. Dann bin ich ja mal gespannt, wo sich hier die Sterne verstecken. Okay, einer ist direkt bei der Königin. Okay, der ist ja schon mal easy going. Aber ich bezweifle, dass es... Ja, ich weiß, dir geht gleich der Saft aus. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich den Stream abbrechen muss. Das wäre jetzt echt scheiße. Aber ohne Batterien kann ich das Spiel nicht fortsetzen. Und das wäre jetzt natürlich mega ärgerlich. Na, Blümchen? Ich stech dich, ich warne dich, du. Und schwing und schwang, so. Na, Blümchen, alles frisch? Weg mit dir. Hui! Und weil es so schön war, und schwing und schwang, so. Einmal daran gekrabbelt. Du bist im Weg. Wie fies. So, warten wir eben auf die nächste Wasserkugel. Nix da. Hoffentlich ist das jetzt nicht mein Todesurteil. Glück gehabt. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Der sich hinter einem Ballon versteckt hat. Meins. Ich werde immer schon paranoid, wenn ich das Geräusch an den Sternen höre. Aber gut, man weiß halt auch nie, wo sie versteckt sind, ne? Außer bei dem nächsten, da weiß ich ja, da müssen wir bis zur Bienenkönigin hoch. Da können wir also ruhig uns Zeit lassen. Let's go! Auf zum nächsten Grünstern. Und an den sollten wir ja eigentlich leicht rankommen. Mit der Betonung auf eigentlich. Na, 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 na. So. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Luigi. Kleiner, frecher, dicker Luigi. Obwohl, Moment, so dick bin ich ja eigentlich nicht. Na, 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 na. Hui, und yeah. Mario kann nicht so schön elegant fliegen wie ich. Weg mit dir. Festhalten? Nicht. Ich darf ja nicht nass werden. So. Mensch, Luigi ist ja richtig gelenkig.
Schön weiter weg. Summ, summ, summ. Nein! Wollte grad sagen! Mist. Vorsichtig, Luigi schlittert. Vergiss das nicht. So, jetzt nix wie hoch hier. So. I believe I can fly. No, 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 no. So. Ja, 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 ich weiß, die Batterie ist low. Brauchst du mich erzählen, aber im Moment musst du noch durchhalten. Ja, das war jetzt intelligent, Drake. Das war sehr intelligent. Weg mit dir. Tschüss. Ist ja wieder Fußballsaison, ne? Käferfußball macht besonders viel Spaß, habe ich mir sagen lassen. So, aber sein kann das Wasser hier mal bitte verschwinden. Das wäre nett. Nein! Boah, das war knapp. Schon wieder so ein Stinkkäfer. So, summ, 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 summ. So, und schwing. Und schwang. So. Guten Tag, ja. Schön für dich. Ich will dich nicht mit dir reden. Nein, ich will nicht mit dir reden. Lassen Sie mich in Ruhe, Frau Bienenkönigin. Das fühlt sich aber gut an. Ja, ja, ja. Es ist ja schön, dass sich das gut anfühlt, aber ich bin an dir gar nicht interessiert. Das Einzige, was ich will, ist meinen... Oh, oh. Ja, okay, das war jetzt klar. Weg! Alter. Wie könnt ihr nur alle so nervig sein? Weg mit euch! Okay, jetzt reicht's. Das bedeutet Krieg. Tschüss! Blödes Vieh. Zum Glück gibt es ja den Pilz hier nochmal. Na, 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 na. So. Ich will doch nur den Stern. So. Dam, da, da, dam, da, da, dam. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt, da rumzukrabbeln. So, nächste Galaxie ist fertig. Und das Spielchen geht weiter. Wohin führt's uns als nächstes? So, ihr Lieben, wir haben hier wieder die Qual der Wahl. Glitzerstrand-Galaxie oder die Kettenhund-Fabrik. Wo würdet ihr gerne hin? Habt ihr einen Wunsch? Wo sollen wir zuerst nach den grünen Sternen suchen? Falls überhaupt noch jemand da ist. Du, 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 du. Okay, scheint wohl keiner mehr da zu sein. Gut, dann bestimme ich. Aber vorher gehen wir nochmal zurück aufs Raumschiff, weil hierfür werden wir definitiv einen Tausch brauchen. Denn da, wo ich hin will, ist Luigi sehr unpraktisch. Mario. Weil hier ist Mario deutlich besser. Ich habe nämlich Bock auf Strandurlaub. Und wo kann man besser Urlaub machen als am Strand? Schön mit Wasser, Sonnenschein. Natürlich die Sonnencreme nicht vergessen. Und da könnte es tief hinabgehen. So, dann wollen wir mal schauen. Wo verstecken sich hier die grünen Sterne? Blub, 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 blub.
So, willkommen an Drakes Badeparadies. Mein Freund Yoshi nehmen wir natürlich auch noch mit. Komm her, Kleiner. So, da sehe ich schon mal einen grünen Stern. Blub, 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 blub. So, jetzt müssen wir nur gleich noch gucken. Ach, obwohl, ich glaube, ich habe schon eine Lösung, wie wir da rankommen. Das war jetzt intelligent, Drake. Das war wirklich sehr intelligent von dir. Gut, da hätten wir sonst auch noch einen. Und Yoshi paddelt hier fröhlich durchs Wasser. Blöderweise kann ich mit ihm nur nicht auftauchen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Okay, so komme ich da auch nicht dran. Das ist jetzt a little bit scheiße. Hier sonst noch irgendwo einen grünen Stern? So, an dich komme ich so nicht dran, weil das habe ich mir gerade verbaut. An dich komme ich so auch nicht dran. Gucken wir mal, wo der dritte Grünstern sich aufhält. Abgekürzt. Okay, hier schon mal nicht. Das war ein Bumerang. So, wo könnte denn hier noch ein Grünstern sein? Da ganz oben könnte ich mir noch vorstellen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie wir da rankommen. Oh, doch nicht? Okay. Ha. Okay, wir müssen das Level nochmal neu betreten. Es nützt nichts. Das habe ich mir gerade kaputt gemacht. Okay. Versuchen wir es nochmal. So, wir haben da einen grünen Stern, wir haben da einen grünen Stern. Wo der dritte ist, würde ich nur mal ganz gern wissen. Ja. Und diesmal machst du nicht den Fehler. So, wir lassen Yoshi jetzt mal Yoshi sein. Sag mal, Lakito. Deine Wolke, ne? Die gibst du mir doch bestimmt gerne ab. Los, zieh dich nicht so. Dann eben nicht. Du, 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 du.
So. Vorsichtig. Ich darf nicht den Block zerstören. Stück zurück, nur vorsichtshalber. Na, fast. So, hab ich dich. So, jetzt muss ich gleich nur noch gucken, wie ich an den anderen rankomme, weil da werde ich definitiv nicht mit Yoshi rankommen. Ja, ich weiß, deine Batterie geht zu Neige, bla bla bla. Noch hast du Saft zu haben. So, wo der zweite ist, wissen wir ja schon. Nur wie ich an den rankomme, das muss ich mir gleich noch überlegen. So, erstmal die schönen Sternteile alle mitnehmen. Wollen ja nichts vergessen und nichts verschwenden hier, ne? So, Yoshi nehme ich mir jetzt mal trotzdem mit. Lauf, mein kleiner Freund, lauf! So, jetzt darfst du mal deine eigene Medizin fressen, Freundchen. Okay, das wird so nichts. Okay, das wird wirklich so nichts. Okay, nee, ich komm nicht, kann nicht aus dem Wasser springen. Ich kann zwar fressen, aber ich komme nicht da hoch. Okay, das heißt, hierfür muss ich mir was anderes ausdenken. Schmeckt's nicht. Wie soll ich denn an dich rankommen? So, Yoshi, pass mal auf. Du darfst dich hier mal am Wasser vergnügen. Dich muss man doch irgendwie höher bekommen. Schauen wir mal kurz unter Wasser, ob ich hier was entdecken kann. Okay, momentan sehe ich jetzt hier nichts, was mir helfen kann. Blub, 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 blub. So. Gucken wir mal was anderes, wenn ich dich jetzt aufrichte. Ah, komm. Wobei, du scheinst mir hier auch nicht wirklich viel zu helfen. Nee, du bist mir keine Hilfe. Okay. Dann muss ich einen anderen Weg finden. Ich habe das Gefühl, dass das nichts mit dir zu tun hat. Wo wäre denn hier der dritte? Weil hier muss es ja noch einen Stern geben. Es sind ja immer drei. Ja, doch, wollte gerade sagen, hier sind es auch drei.
Was haben wir denn hier unten? Abgesehen davon, dass wir jetzt hier mit hungrigen Muränen zu kämpfen haben. Wobei, nee, Quatsch, hier war ich schon. Okay, hier führt kein Weg hin. Ja, ich weiß, dass du da glitzerst. Das ist schön für dich. Nur wie soll man an dich rankommen? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich an dich ran? Das heißt, es muss da unten einen unterirdischen Weg geben. Ja, du mich auch. Ich weiß, dass du so gut wie leer bist. Es muss einen unterirdischen Weg geben. Das Ding ist, es mit Yoshi werde ich hier nicht rankommen. Das lässt sich doch bestimmt irgendwie kaputt machen. Nur nicht mit dem Kopf. Okay. Das heißt, das Ding muss man irgendwie zerstören können. Wohin führt eigentlich die Röhre da hinten? Ich glaube, das sollte ich mal rausfinden. Vielleicht ist ja die Röhre das Rätsels Lösung. Mal gucken. Nee, nicht wirklich. Okay, dann eben nicht. Okay, der war es also auch nicht. So, wenn ich hier abtauche, lande ich wieder da drüben. So, hier haben wir zwar die Frucht, aber die bringt mir nicht viel. Hier sehe ich soweit auch nur das Teil selber, der bringt mir also auch nicht viel. Dann kann ich ja eigentlich nur hoffen, dass er da drüben irgendwo ist. Lakitus Wolke kann ich ja leider nicht klauen, das wäre jetzt natürlich sehr hilfreich. Danke. Sehr freundlich von dir. Yoshi, du kommst mal mit. Du. So, wir haben hier die Statue. Aber die Statue bringt mir eigentlich herzlich wenig. Und bis ich da hinten angekommen bin, geht mir die Luft aus. So, nee, das sind ja nur die Silbersterne. Oder musste ich erst nochmal die Silbersterne sammeln? Irgendwie muss man da ja hochkommen. Na gut, dann machen wir nochmal die Silbersterne in der Hoffnung, dass ich dann hier irgendwas freischalte. Wobei ich bezweifle, dass das die Lösung ist. Aber ich sehe momentan keine andere Lösung, um da ranzukommen. So ist brav, Yoshi. So, den haben wir auch. So, da oben ist auf jeden Fall auch noch einer. Ich meine, gut, wie ich daran komme, weiß ich ja. Fressen wir nämlich einmal den hier. Du kommst mal mit.
So, genau. So, dann kommst du mal her, du Frucht. Alle Yoshis fliegen hoch. Nur um gleich wieder abzustürzen. Ha, 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 ha. Wirklich witzig. So, und diesmal bleibst du bitte nicht so dumm da hängen. So, den haben wir auch. Du, 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 du. Ja, so war das eigentlich nicht gedacht. Bam, 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 badam, badam, bam, bam. Ja, hör auf mich zu nerven. So. Sternchen Nummer 4. Und der 5. war bei der Statue. Ich bezweifle zwar, dass das was bringt, aber hey, ich bin verzweifelt. Wir probieren es jetzt einfach aus. So, wo bringst du den Stern jetzt hin? Okay, das war schon mal nicht die Lösung. Okay. Es hätte eine Idee sein können. Ist egal, was ich mache. Mit Yoshi bin ich nicht schnell genug, um da hochzukommen. Aber hier irgendwo muss dann ja noch ein Dritter sein. Okay, wisst ihr was? Wir sammeln den Stern jetzt einfach mal an und gehen dann gleich nochmal neu rein. Ich muss hier was übersehen haben. Ich muss hier was übersehen haben, aber irgendwie muss man an diesen Stern rankommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dum 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 da dum. Dann wollen wir mal schauen. Ich muss hier irgendwo noch einen weiteren Stern übersehen haben. Ich habe das Gefühl, dass man an diesen Stern nämlich erst als letztes rankommt. Und dass das nämlich der dritte Grünstern ist und nicht der zweite. Hallöchen, lieber Makuta. Na du? Willkommen dir zum Live-Let's Play Samstag mit dem 10. Teil von Mario Galaxy 2. Immer noch auf der Suche nach den Grünsternchen. Sprich, wer sucht, der findet. Gucken wir nochmal am Rand. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer der Sterne sich hier irgendwo am Rand auffällt. Wäre ja nicht der erste Stern, den wir kurz vom Abgrund gesammelt haben, ne? Kann ja nicht schaden, mal hier alles abzuklappern. Du, 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 du. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Du, 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 du. Ah, die Musik ist ja schon traumhaft hier, ne? Bisschen müde vom Lego bauen. Das kann mir vorstellen. Ist ja auf Dauer auch schon anstrengend, ne?
So, bisher werde ich wohl sagen können, dass es hier wohl keinen grünen Stern gibt. Okay, wie soll man denn sonst an den rankommen? Mit Yoshi wird es jedenfalls nicht klappen. Das habe ich ja schon probiert. Das klingt unangenehm. Okay, ich höre hier jetzt auch nichts funkeln. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Na, das klingt doch super. Solange es noch Fortschritt gibt, das ist doch super. Okay. Yoshi, du kommst nochmal mit. Also der dritte Stern ist definitiv an einem Ort, der erst später auftaucht. Das ist schon mal klar. Mit dem Turbo-Pfeffer komme ich nicht schnell. Bin ich zwar schnell, aber ich komme nicht hoch genug. Das Ding ist, dem Ding dahin fliegen wird auch nicht funktionieren. Oder doch? Obwohl, nee, der Abstand ist zu groß. Es sei denn. Nee. Okay, die Idee war gut, die Ausführung klappt nur leider nicht so, wie ich gehofft habe. Okay. Wie mache ich das mit dir jetzt? Nein, ich kann mit Yoshi definitiv nicht so hoch springen. Was übersehe ich? Ich meine, mit den grünen Sternen bringt mir das schon mal nichts. Das heißt, es kann ja eigentlich nur so funktionieren. Nur blöderweise kann ich nicht von Yoshi abspringen in dem Moment. Oder doch? Probieren wir mal am besten an Land. Okay, das könnte klappen. Jetzt muss ich das nur noch gleich hinkriegen. Na, Yoshi? Wo ist die Frucht? Da. Ach, Mist. Okay, also es muss wirklich so gemacht werden, weil sonst wüsste ich echt nicht, wie das klappen soll. Es ist halt nur noch das gute Timing dann gleich da. Also das heißt, mit Yoshi sprinten und in der Luft dann hinterher von ihm abspringen. Weil sonst wüsste ich nicht, wie das hier funktionieren soll. Okay, es sollte also wirklich so gemacht werden. Sollte also wirklich. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil eine andere Lösung konnte ich mir jetzt auch echt nicht vorstellen. So, geht doch. Dritter Stern, wir kommen. Aber da du ja gerade sagtest, dein Projekt, woran arbeitest du denn gerade aktuell, Makuta? Also was für ein Lego-Projekt?
Hast du da ein bestimmtes Set an, das du im Moment arbeitest? Oder wie, oder was? So, wollen wir mal gucken, wo befindet sich denn Sternchen Nummer 3? Das ist der normale. Den suche ich ja nicht. Hier sehe ich auch keinen grünen Stern. Es ist halt nur wirklich die Frage, wo ist der dritte? Ah, Moment, jetzt ist da unten offen. Dann dürfte ich ja hier wahrscheinlich den dritten grünen Stern finden. Zumindest ist es meine Hoffnung. Kamera, du warst mal cool. Okay. So, von hier aus dürften wir eine super Aussicht haben. Boah, von da oben bin ich gekommen. Ah, ich sehe dich. Hallo, Wölkchen. Okay. Ui, das wird anstrengend. Danke fürs Mitnehmen. Nein, das war Verschwendung. Das war Verschwendung. Ich muss mit der Rose auf jeden Fall bis zu dem Ort rüber. Oh, jetzt darf ich nicht in die Ego-Perspektive gehen. Ich glaub's nicht. Komm schon, jetzt sei nicht so zu mir. Stellen wir den mal bis dahin. Nein, nicht ins Wasser. Warum muss das Ding hier auch so rutschig sein? Halt, du gehst doch völlig in die falsche Richtung. Okay, machen wir das anders. Wir brauchen ja sowieso erstmal die Wolke. Also holen wir uns erstmal eine neue Wolke. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Du. So. Danke fürs Mitnehmen. Okay, also genau bei der Ecke habe ich es mir schon gedacht. Okay. Dann werden wir jetzt einfach mal gleich was versuchen. Okay, fast. Also muss ich tatsächlich diese blöde Kugelinsel hier einmal umkippen. So, einmal in die Richtung.
Und mir quasi hier den ersten Sprung holen, damit das was wird. Das sollten wir hinkriegen. Hallöchen, Giltas. Auch dir willkommen zum Live-Let's Play Samstag. Mit Super Mario Galaxy 2 Part 10. Badam, bam, bam, bam. Und Hallöchen, Chibi. Oh, oh. Oh, ja, okay. Okay, die nächste Batterie. So, ihr Lieben. Jetzt hoffen wir mal, dass die Batterie gleich lange genug durchhält, weil sonst muss ich den Stream heute leider abbrechen, weil wir das Problem haben, ich besitze keine Batterien mehr. Das ist doch scheiße. Dass der letzte Akku jetzt so schnell alle geht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Wii nicht gemocht habe. Also zumindest, was die Controller betraf. So. Einmal den Nunchuck bitte wieder ran. So. Wollen wir mal hoffen, dass diese Batterie noch ein bisschen länger hält. Ja, das war jetzt scheiße. Das war scheiße. Ja, ich habe auch leider momentan keine anderen Batterien im Haus. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Da da dam 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 da 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 da. Das wäre nämlich jetzt mega kacke. Weil ich wollte eigentlich den heutigen Tag noch beenden als Stream. Wäre halt schade, wenn ich wirklich früher aufhören müsste. Aber das ist dann wirklich höhere Gewalt dann in dem Moment. Ja, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Oh Gott. Ist das eine Kacke hier mit dieser Insel? Bam, 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 bam. So, einmal ausrichten. Mir geht's sonst so wie immer, Chibi. Alles gut bei mir. Freue mich aufs lange Wochenende. Und vor allem auf ein ruhiges Wochenende dieses Mal. Hatte ja letztes Wochenende ja mehr als genug Action mit dem MPS. Hab mich davon jetzt auch mittlerweile wieder erholt. Und genieße es jetzt einfach mal ein paar ruhige Tage jetzt mal wieder zu haben. Dafür ist ja so ein langes Wochenende dann ja schon von Vorteil. Dann kannst du zu irgendwas gucken. Okay, die wird auch nicht allzu lange durchhalten. Da da dam 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 da 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 da. Och, also manchmal hasse ich die Steuerung doch schon ein bisschen, ne? Du richtest dich in die richtige Richtung und das Spiel sagt nö. So, jetzt aber. Es ist so schade, dass die Galaxy 2 echt nicht in der All-Stars Collection mit drin hatten. Dass man es hätte mit dem Pro-Controller spielen können. Das wäre jetzt genau das, was ich jetzt bräuchte. Nein! Du solltest doch keine Stampfattacke machen, du Vollidiot! Was soll denn das? Okay, jetzt muss ich das Scheißding erstmal wieder richtig ausrichten. Nein, in die Richtung. So.
Jetzt muss ich mir schon wieder die blöde Wolke holen. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ihr Lieben. Oder in dem Fall der Mario. Ist aber auch echt gemein, dass man nicht nass werden darf, ne? Ja, da, dam, 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 da, dam, dam, da, da, dam. Ich wollte sagen, ich. Boah, mein Gott! So schwer war es doch nun auch wieder nicht. Uff, hätte ich doch bloß Luigi mitgenommen. So. Und damit wechseln wir erstmal wieder auf Louis. So, I'm back. So, los geht's. So, die haben wir. Auf geht's zur Kettenhundfabrik. Mit ganz viel Glück haben die Batterien, die jetzt gerade in der Ladestation am Laden sind, vielleicht nachher noch genug Saft, dass ich den Stream noch wenigstens ganz normal beenden kann. Wir werden sehen. Weil lange Zeit wird er mir hier nicht lassen. So, den ersten Stern habe ich schon gesichtet. Oh, okay, da komme ich gar nicht hoch. Geh mir nicht auf den Zwirn. Okay, das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Speedrun, Welt 4 abschließen, bevor die Energie ausgeht. Ja, so kannst du es dir vorstellen. Ja, vor allem bis ich dann auch wieder hier bin, ne? Das Ding ist, ich habe ja normalerweise Akkus. So ist es ja nicht, aber ich wusste nicht, dass das letzte Akkupaar schon leer ist. Dass ich das schon gebraucht hatte. Na, jetzt legen sie ja wieder da und sind dabei zu laden. Okay, das wird so nichts. Nein! Nein, 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 nein! Okay, also doch erst die Aufgabe machen. Ist in Ordnung. Ich habe zwar keine Lust auf die Aufgabe, aber gut, dann machen wir sie halt nochmal. Oh. Hä? Okay. Die Arbeit war umsonst. Also muss ich wirklich mit Luigis Seitwärtsjump arbeiten. So, riskant, aber es hat funktioniert.
Jo, das klingt doch super, Chibi. Das klingt doch super. So, der Stern gehört schon mal mir. Let's go! Und da ist er wieder, der Kometenalarm. Jetzt ist halt nur die Frage, wo ist der nächste Grünstern? Und hoffentlich ist er nicht wieder so eklig versteckt. Aber mein Glück wird genau das der Fall sein. Jubidubidu. Du bist platt. Du auch. So. Da kommt nämlich jetzt mein Sternchen. So, jetzt ist nur die Frage. Ja, ihr kleinen Racker. So, wo führst du mich hin? Du bist langweilig. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Der wird doch hoffentlich nicht unter der Brücke sitzen, oder? Nein! Ich will da nur hoch. Vorsichtig. Immer langsam hier mit den jungen Pferden. Okay, aber hier scheint er nicht zu sein. Wo ist der Grünstern? Er scheint hier irgendwo zu sein. Toll. Tot! Yay! Nein, du sollst doch eigentlich nur auf den Rand springen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wo der Stern ist. Oh, okay. Auf den Rand kannst du nicht stehen bleiben. Okay. Ist in Ordnung. Habe ich auch gepeilt. Also entweder lasse ich mich jetzt gerade verarschen oder nicht. So war das Ganze nicht geplant. Ich glaube, ich werde gerade verarscht. Reisen wir einfach erstmal weiter. Oh nein, das tust du nicht, oder?
Das Glitzern war eher in der Richtung. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ah ja, okay. Alles klar, du bist also irgendwo da oben. Und von hier aus scheint ich da auch raufzukommen. Dann wollen wir mal schauen. Jetzt ist nur die Frage, oder welcher bist du? Grünstern 2. Bist du der Zweite oder bist du der Dritte? Das ist jetzt hier die Frage. Das ist jetzt hier die Frage. Okay, du bist Nummer 2. Okay, gut. Dann können wir uns jetzt ja um den Dritten kümmern. Ich denke, das wird auch heute der letzte Grünstern sein, den wir machen, weil wie gesagt, wenn die Batterien jetzt alle sind, habe ich keine weiteren mehr. Es tut mir sorry, ihr Lieben. Das heißt, wir werden heute wohl ein bisschen früher Schluss machen müssen. Ist zwar ärgerlich, aber ist dann halt so. Aber ich kann es jetzt aktuell leider gerade nicht ändern. Ja, tu mich auch. Ach, ich darf wieder Sprung. Ach, och nö. Das machst du jetzt aber nicht mit mir, oder? Doch, das macht er wohl mit mir. Habe ich mal erwähnt, dass ich dieses Item überhaupt nicht leiden kann? Warum, könnt ihr euch sicher denken? Obwohl es schon Spaß macht, so hoch zu springen. Aber es gibt damit auch gewisse Probleme. Was ihr gerade gesehen habt. Das war knapp! Die Kontrolle ist nämlich alles, aber nicht gut. Das war so natürlich jetzt nicht gewollt. Heiß und fettig. Concentration, pass auf. Ich mag es nicht, wenn die Viecher mir hier so nahe kommen. Das war so klar. Das war so klar, dass das jetzt passieren musste. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass ich keine Kettenhunde leiden kann? Jetzt wisst ihr warum. Genau deswegen mag ich die Viecher nicht. Sorry, Luigi, ich wollte dich nicht grillen. Wo willst du ganz hinspringen? Das war wieder so eine knappe Kiste. So, warte. Es hat immerhin geklappt. Nein!
ist der aus Link's Awakening. Kann ich verstehen. Kann ich voll und ganz verstehen. So, jetzt aber. Puh, geht doch. Okay, wo der ist, habe ich gerade gesehen. Alter, den wirklich an einer Stelle zu halten, das ist so ein Akt, sag ich euch. Du bleibst schön dort, verstanden? Oh, mein Gott. Luigi, spring doch einfach weiter, wenn ich dir das sage. Also mir ist Luigis normale Sprungkraft doch deutlich lieber. Aber es nützt nichts. Nur mit der Feder werde ich da rankommen. So. Uff. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Aber es ist vollbracht. Yay! Und die nächste Galaxie ist abgeschlossen. Aber ihr Lieben, so leid es mir tut, ihr habt es ja gerade gesehen, der Akku meckert schon wieder. Ich werde den Stream heute leider ein bisschen früher beenden müssen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber wie gesagt, wenn die Batterien jetzt alle sind, dann ist das Spiel für mich gerade aktuell nicht mehr spielbar. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn es auch nicht jetzt allzu viel war. Aber dafür morgen 17 Uhr Tomodachi Live im Community Sonntag. Und ich hoffe, ihr seid dabei, denn da brauche ich zum Glück keine normalen Batterien. Aber bis zum nächsten Live-Let's Play Samstag sind die Batterien auf jeden Fall wieder voll aufgeladen und dann halten sie auch deutlich länger durch. Und dann setzen wir auch unsere Grünsternsuche fort, versprochen. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Drake. Raschu!